So, hallo, willkommen zurück. Und wie versprochen werde ich euch nun zeigen, wie ihr euren eigenen Server hosten könnt. In diesem Fall werde ich euch Minecraft demonstrieren. So, dazu solltet ihr unter Minecraft.net eure, also die Server-Software herunterladen. Nachdem ihr sie gespeichert habt und einmal ausgeführt habt, sollte das in etwa so aussehen. Hier das, die Chart-Datei. Einen Moment. So, wenn man die ausführt, dann sieht man, ja, der Server wird geladen, es lädt die Map und so weiter. Das läuft aber nicht ganz so stabil. Deshalb sollte man das mit einer Batch-Datei machen. Das geht wie folgt. Wir machen ein neues Textdokument. Schreiben diesen Code hier in diese Datei und speichern diese Datei unter dem Namen Server Start oder was auch immer, zumindest sollt ihr es wiedererkennen. Punkt bat für Batch Datei ab und hier müsst ihr alle Dateien wählen, weil sonst funktioniert es nicht. So, das speichert ihr in den, so, nein? Okay. So, das speichert ihr in Start. Ja, egal. Das speichert ihr in den Ordner, wo ihr auch euren eigentlichen Minecraft-Server, also wo die ganzen anderen Dateien sind, rein. So, die Datei bewirkt einfach nur, dass der Server mit mehr Arbeitsspeicher im Prinzip ausgeführt wird. So, dann läuft das auch besser. Damit jetzt auch Freunde auf euren Server joinen können, brauchen Sie eine IP-Adresse. Da diese nicht statisch ist, müsst ihr diese rausfinden. Das geht relativ einfach. Sie ändert sich nämlich jedes Mal, wenn ihr euch neu anmeldet. Ihr geht einfach unter www.wieistmeineipadresse.at und kopiert diese IP-Adresse euren Freunden heraus. Dann könnt ihr, so, dann können die Freunde oder eure Leute unter dieser IP-Adresse auf diesen Server joinen. Ihr selbst könnt, müsst nicht jedes Mal eine IP-Adresse angeben, sondern müsst lediglich Localhost eingeben. So, ich zeige euch mal kurz, wie man das schreibt. So geschrieben, Local Host. Damit kommt ihr wirklich immer auf euren eigenen Server. Falls nicht, dann weiß ich auch nicht. Dann, ja, da müsst ihr dann den anderen fragen. Dann habt ihr das falsch gemacht. Aber normalerweise sollte man unter Localhost immer auf seinen eigenen Server joinen können. So, und das war es auch schon wieder im Prinzip. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.